Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 19.05.2020. Heute mal nicht von der Toilette aufgenommen. Entschuldigt, das, ich, keine Ahnung. Irgendwie wird das Mikro hat es nicht richtig genommen und dann hat er das über einen Laptop aufgenommen. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Also, ich habe es auch erst gemerkt, als es hochgeladen war, da war es dann schon zu spät. Ja, unser DAX, ne, da guckst du blöd. Ja. Ja, da guckst du, also guck mal wirklich blöd. Im Nachhinein werden sich jetzt gleich die Hände vor den Kopf schlagen. Hätte einfach sein können. Erfahrungsgemäß muss man sagen, das sind Tage, da hat einer von 10 Glück. Na, da kriegt einer von 10, kriegt's gut mit. Die anderen gucken wie ein Reh ins Scheinwerferlicht. Die anderen hacken vielleicht die ganze Zeit sogar Short dagegen. Das sind Tage, die kämpfen mit unseren Reflexen, die kämpfen mit unseren Emotionen und die stellen uns auf die Probe halt. Ne? Wie gut ist unser Risikomanagement? Wie gut haben wir uns im Griff? Wie gut funktionieren unsere Kontrollsysteme? Wie Glück haben wir? Sind wir im Trend? Denken wir im Trend? Denken wir nicht im Trend? Manchmal ist es ja nicht immer nur können, ne, dass man in so einer Phase was auch gut mitnimmt, weil wenn man sich für den Tag vornimmt, man will hier long und der kommt dann halt richtig rein, dann kann das gut wehren halt, ne? Oder man hat es sich vorgenommen, sich gegen die fallende Bewegung zu stellen und dann ist er nach oben und dann kommt das gut. Das heißt, es ist immer auch ein bisschen Glück mit auf der Seite, aber wenn man hier falsch gedacht hat oder falsch reingekommen ist, definitiv ein Tag, in dem man ja mit auf der falschen Seite nicht viel holen konnte. Ne? Also auf Short-Seite war ja nicht viel. Wir hatten da auch noch sogar unsere Lisa hier auch noch unter die Räder gekommen. Wir hatten hier noch eine alte Orte drinne liegen von den aus den letzten Tagen. Die hat es dann ausgeführt. Die hat super schön, ist die angelaufen. Dachte eigentlich auch, dass man da ein bisschen vorzeitig einen Teilverkauf rauskriegen. Die war, glaube ich, 40 Punkte oder so. 35, 40 Punkte war die relativ schnell sogar nach unten angelaufen. Und hat sich schon ewig verkämpft, aber ist nicht bei rumgekommen und dann hinten raus ausgestoppt worden. Das gehört dazu. Aber was ich eigentlich sagen will, der größte Frust, den die meisten anstauen, ist, dass sie bei so einer Bewegung nicht dabei sind. Also, das war bei mir früher auch immer so. Ne? Man hat immer da gesessen, meine Güte, so eine lange Bewegung, was kannst du nur tun? Und beim nächsten Mal, oh, und das gibt's doch nicht. Nichts mitgenommen, keine Punkte mitgenommen. Ne? Dann baut man sich so innerlichen Druck natürlich auch auf. Das ist aber nicht gut. Ne? Da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn sie merken, das setzt sie unter Stress, so eine Bewegung, das setzt sie unter Druck. Sie fühlen sich jetzt genötigt, was zu machen, was sie vielleicht gar nicht machen wollten. Dann Vorsicht, ne? Weil das ist dann gefährlich und das darf es auch nicht sein. Es muss ihnen egal sein, ob sie heute bei 11.090 traden, morgen bei 11.480 oder übermorgen bei 10.570, muss ihnen letztendlich sogar egal sein beim Trading halt. Ne? Sie müssen gucken, kommt mein Setup oder kommt es halt nicht. Da, und nicht so versuchen, immer dabei zu sein. Ich weiß, es wollen immer alle und es wollen immer alle die Millionen Punkte pro Monat. Ne? Aber das Ziel ist es eigentlich, wenige Punkte am Monat irgendwann zusammen zu haben, über zu haben, sodass man sagen kann, okay, das ist ein Plus und das von Monat zu Monat mitzunehmen. Die Phasen, wo man immer alles haben will und überall dabei sein will, das sind eigentlich die Phasen, wo man am Strich halt immer noch liegen lässt, weil der Markt irgendwann auslutscht. So, jetzt gucken wir mal auf das Ding, was wir jetzt hier haben. Wo wollen wir mal anfangen? Tagesschart hier, ist eigentlich egal, sieht überall gleich aus. Fakt ist, wir sind die letzte Woche komplett gefallen, die ganze letzte Woche. Die ganze letzte Woche war es extrem schwach. Wir haben drüber gesprochen, Wochenchart, schwächste Woche überhaupt seit Mitte März, haben wir gesagt. Einen Tag später, welche Erkenntnis müssen wir treffen? Das hat er mit einem Scheiß-Tag komplett kaputt gemacht. Und zwar völlig. Ich hatte hier gesagt, oberhalb von 10.600 müsse man damit rechnen, dass der DAX hier durchsteigen kann. Ne? Man müsste sogar damit rechnen, dass er sich Stück für Stück eben hier bis ganz hoch hangeln muss. Dafür habe ich viel Kritik eingefangen. Es haben mich viele Leute angegriffen, wieso ich denn sowas behaupten kann. Ich möge doch woanders gucken und das macht doch gar keinen Sinn. Warum soll er denn da gleich so durchsteigen und so weiter und so fort? Da vielleicht auch nochmal als Hintergrund. Das ist vielleicht so nie transparent gewesen, weil es für mich auch so nie transparent war, ich deswegen nicht angesprochen habe, weil ich es hier unten tiefer gesehen habe. Der DAX hat hier in etwa zwei gleich lange Abwärtswellen vorm schön zu Ende gebracht. Also eigentlich noch ein bisschen tiefer. Deswegen hätte ich gedacht, wir kriegen ja noch einen Stoß und dann erst hoch. Scheint nur mal fertig zu sein. Das heißt, wir haben hier eine ABC stehen. Und offenbar jetzt hier eine erste Impulswelle quasi, die uns nach oben lostritt. Eine Impulswelle orientiert sich immer an der vorherigen Aufwärtsbewegung und
Dabei sucht man sich das letzte markante Tief, das markante Hoch dazu und nimmt dann das Ziel. Und dann müssen wir tatsächlich hier ja, von 8000 reden bis hoch auf die, ja, bis hoch auf die Ende April-Kerze bei 11.300 rum. Dann hier runter die 2 Wochen bis zur 10.190. Ne, warum im Tief? Knapp über 50, ne? 10.160. So, und jetzt hoch. Das heißt, theoretisch könnte man jetzt eine Fibo-Projektion von 8000 bis hier und dann von hier und wieder weiter nach oben. Das erscheint mir ein bisschen zu einfach. Man muss, sollte aber damit rechnen. Also, ich mache es auch jetzt so. Ich würde jetzt nicht unbedingt deswegen sagen, auch Haus verkaufen, Long reinknallen. Kann auch doof ausgehen, ne, aber ich würde mir zumindest die Ziele mal an den Chart legen, also so gehe ich halt damit um, ne, ohne dass ich jetzt sage, ach Gott, der muss jetzt bis 12.000 steigen und ach, Alarm und jetzt muss ich long, ne, aber ich würde mir die Ziele mit reinlegen, sodass man dann schon ein bisschen ein Gefühl kriegt, wenn er an so einen Punkt reagiert, ist das oft ein Zeichen, dass er die Bewegung halt tatsächlich anspielen will und ein solcher Punkt, wenn sie die Projektion mal ziehen, von da unten 8.000 über das Hoch hier, ich würde es über die Nachtkurse machen, also über die Future-Kurse, dann hier runter, dann kriegen sie so Zielkanten um 4,45 und 8,45 als nächster. Das geht noch weiter dann. Es geht noch bis 12, 2,35 und noch weiter. Aber die 11,45 als erster ist nämlich auffällig, weil sie kommt hier mit relativ viel anderem Zeug zusammen halt, ne? Wir haben hier dieses letzte Tief, was wir oben hatten. Ja, wer sich da nicht mehr dran erinnern kann, das war quasi die Gap-Kante, bevor es hier richtig runterging, ne? Gucken Sie, das waren hier die Tagestiefs, bevor dieses riesig große Abwärtsgap kam, dieses 500 Punkte Abwärtsgap oder noch größerer. Ne, wir sind ja von 11.500 Dings auf 10.800, das sind ja fast 700 Punkte sogar gewesen. Das war ja gigantisch, ist dann offen geblieben, was so schon echt ungewöhnlich für die Situation war. Und die Tagestiefs in dem Bereich, die sind halt hier auch. Sie sehen sie, schwarze Linie, lila Linie, das ist alles so in dem Bereich. Das heißt, der ist ohnehin sehr wertvoll hier oben, der Bereich, und kriegt jetzt zusätzlich noch diese Fibo-Projektionslinie. Wenn wir sagen, okay, der Markt befindet sich vielleicht in einer ersten Impulswelle, besteht die immer aus 5 Wellen. Das will ich jetzt nicht ins Detail erläutern. Das kommt ein bisschen aus der Elliott-Wellentheorie. Wer sich damit schon mal beschäftigt hat, dem dürfte das was sagen. Demzufolge wäre hier durchaus noch denkbar, dass das jetzt hier quasi die dritte Antriebswelle ist. Also die zweite Antriebswelle. Die erste war die hier, dann kam die hier und jetzt kommt noch einmal runter und einmal hoch hinterher. Dann hätten wir einen kompletten formschönen Impuls. Der könnte dann hochgehen bis 4,45 durchaus. Dann muss man sagen, das ist das alte Hoch hier, das darf man nicht ganz vergessen, da muss man mal ein bisschen hingucken. Wir haben hier im regulären Handel ab 8 Uhr die 11,265, in der Nacht war es glaube ich die 11,340. Das sind jetzt natürlich hoch zu Reaktionspunkte, Bereiche, an denen der Markt wahrscheinlich ein bisschen seitwärts läuft, vielleicht auch mal 50 bis 100 Punkte nach unten rutscht, um dann weiter hochzusteigen. Aber perspektivisch muss man schon sagen, es ist ein Kaufsignal. Es ist ein, jetzt, also rein technisch betrachtet, ist es ein Kaufsignal. Das kann man nicht anders sagen. Es ist eine Impulskerze auf Tagessicht. Das ist die stärkste Kerze überhaupt, die man da suchen kann. Also ich weiß nicht, ob die vom Tief noch größer war, aber 5% im DAX, das ist schon, das gehört schon zu eher selteneren Hausnummern, ne? Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall im Tageschart eine Signalkerze. Und wenn wir uns das mal angucken, wo treten solche Kerzen auf, wie verhalten die sich, wie reagiert der Markt darauf? Ne? Sehen wir hier so eine Kerzen. Und da sehen wir, hier unten ist zum Beispiel gar keine weg gewesen hier halt, ne? Aber wenn Sie das mal angucken, auch hier, ne? Auch hier haben wir mal am Freitag, 3.4., sind wir bei 9,5, dann hochgerannt und haben am Folgetag bei 10.220 geschlossen. Das sind 700 Punkte vom Tagestief, vom Vortag, vom Freitagsschluss. Und wenn wir das jetzt rannehmen, ist es etwa vergleichbar mit dem, was wir jetzt haben. Ne, die Situation, wie wir sie hier hatten. Und wenn Sie da gucken, wie ist der Markt dann an den nächsten Tagen weitergelaufen, sehen Sie schon, das hat nicht großartig gekümmert. Also er ist auch im Kerzenkörper der Vorkerze, ne, also die Montagskerze, er ist im Grunde gar nicht in der Kerze gelaufen. Er ist zwar dolle hoch und dann wieder zurück und dann per Aufwärtsgap weiter, ein bisschen zur Seite und dann weiter und weiter und weiter, aber er ist nicht in diesen Montag wieder zurückgefallen. Und das wird jetzt halt interessant, das wird jetzt wichtig für uns.
Hier jetzt für die Betrachtung. Fakt ist auch, das sehen wir jetzt hier, unser DAX ist wieder oben in unserer Verkaufszone. Das ist die Verkaufszone, in der wir den DAX nicht ganz so schnell nochmal gesehen haben, aber wo wir schon gesagt haben, also wenn er auftritt, wenn er über das Band rüber geht, wenn er über die 10.600 geht, kann er wieder in die Zone rein, kann er auch bis oben an die Kante ran. Das haben wir ja nun so am Freitag, also am Sonntag gesagt, ne, für das Montagsvideo. Das ist nun so eingetroffen. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir hier durchaus, dass es, also eigentlich war es eine Seitwärtszone. Ne? Ich habe gesagt, hier erwarte ich, dass die Leute davon ausgehen, dass der Markt auf 12.000, 13.000 und mehr steigt. Ne? Erinnern Sie sich, das haben wir hier unten, haben wir die Zone hier oben reingemalt und haben gesagt, wir erwarten jetzt, dass der Markt da hochläuft, dass er dort richtig lange zur Seite macht, dass da wirklich keiner mehr davon ausgeht, dass die 8.000 kommen, dass alle davon ausgehen, dass wir 12.300 und mehr sehen und dass dann erst die tatsächliche richtige Abwärtsbewegung kommt. Das war unsere Erwartungshaltung. Jetzt resetten Sie sich nochmal und nehmen das nochmal mit. Und wenn Sie sich jetzt das angucken, würde das auch gut hier reinpassen halt. Ne? Einfach noch so ein bisschen zur Seite. Und von daher würde ich schon sagen, wir sollten das nicht ganz ignorieren, was wir jetzt haben, aber wir sollten natürlich auch, wenn wir kurzfristig denn überhaupt handeln, und das machen ja die meisten, hier dann sehr aufmerksam sein, wie der Dienstag jetzt reinkommt. Ne? Also im Grunde ist er nach oben ein bisschen frei, kann das letzte Hoch erreichen, er kann die 430 erreichen und letztendlich sogar auch die ersten 200-Tag-Linien in meinem Angriff nehmen. Ne? Also die obere liegt jetzt hier tatsächlich schon bei 12.140. Wenn Sie das aber mal so schauen, das ist ein Tagesmarsch, dann steht er schon hier oben. Ne? Also wenn er durchdrückt, oben weiter am Drücker bleibt und stabil bleibt, achten Sie darauf, wie der sich untertägig bewegt. Wenn er nur so flach zur Seite sagt, also ich sage das auch im Dienst, also im Premium-Dienst, glaube ich weiß nicht wie oft, ich glaube, wir haben es in jeder Mail geschrieben. Achten Sie da drauf, der fällt nur, wenn da wirklich rote Kerzen reinkommen. Und da sind keine gekommen. Es sind keine langen roten Kerzen. Den ganzen Tag sind keine langen roten Kerzen gekommen. Deswegen dort einfach ein bisschen aufpassen, dass Sie sich dann nicht zu sehr halt gegen einen starken Trend letztendlich stellen. Das ist aber immer das Gleiche. Das ist ja nicht nur, das gilt ja nicht nur für Montag so, das ist immer so. Man sollte versuchen, dann mit der Bewegung zu handeln, damit man dort dann nicht und versuchen drumherum halt alle Zwänge irgendwie von sich zu halten, die einen da ein bisschen dann in die Suppe spucken. Also, ja, das soweit. Jetzt der Blick aus dem Tagesschart. Das heißt, wir haben hier Puffer. Für mich ist, die Frage kam heute bei uns im Chat auf der Website. Für mich ist hier kein Deckel. Für mich ist diese Zone, das haben wir auch früher schon gesagt, die ist für mich nach oben nicht begrenzt. Der muss nicht direkt hier an der 430 dann aufhören und runter. Es wäre für mich völlig legitim, dass der DAX das hier macht, dass er die ausweitet. Das haben wir damals auch so gesagt, als wir die gesetzt haben. Das heißt, das denke ich mir jetzt nicht zurecht, sondern das ist wirklich eine Erwartungshaltung, die wir von hier unten hatten, wo wir gesagt haben, bis Juni-Verfall kann der durchaus jetzt hier einfach hoch in die Zone rein und dort zur Seite. Mir ist dabei nicht wichtig, dass wir das hier machen. Mir geht es um diesen mentalen Effekt, der erzeugt wird. Ne, die Leute müssen davon ausgehen, dass der Markt weiter fällt. Wenn ich jetzt mal so schaue, um mich schaue, wie jetzt das Bild nach dem heutigen Tag war, nach dem Montag, sagen jetzt ganz viele, naja, verarschen kann er sich selber, haben wir jetzt schon letzte Woche gesehen und vorletzte Woche, da ist er auch dolle gestiegen, ich dachte, er steigt und dann ist er gefallen. Das denken jetzt alle. Letzte Woche, als das so war, hat aber keiner so gedacht. Letzte Woche, als das so war, sind alle davon ausgegangen, dass wir hier die 11.500 erreichen. Da hat keiner gesagt, er dreht am nächsten Tag komplett um. Wir haben zwar gesagt im Video, Vorsicht, wenn er einen Stundenkurs unter 11.200, denken Sie daran, dass der sich nach unten gut gehen lassen kann, weil dann alle long wollen und so weiter. Ne? Das haben Sie bestimmt noch in Erinnerung. Aber die Erwartungshaltung war natürlich klar, dass wir die 11.5 erreichen. Und jetzt sitzen alle da und sagen, naja, der fällt morgen eh wieder runter und dann fällt er den ganzen Tag durch. Deswegen glaube ich nicht, dass das passiert. Ich denke fast, wir bekommen einen Seitwärtstag. Ich denke, wir schlagen einmal nach oben, nach unten und dann irgendwie zur Seite und könnten mir sogar vorstellen, dass wir per Tagesschluss oberhalb von der 11.45 auch zum Dienstag bleiben. Das wäre wirklich meine Erwartungshaltung. Hier ein bisschen eine Range, wenn er nicht gar sogar nach oben durchzieht. Also das habe ich ein bisschen. Ich kann mir das schon vorstellen. Weil es sind die long drin sind, es ist keiner mehr am Abend jetzt long reingegangen und gesagt hat, oh, ich wette jetzt auf ein geiles Aufwärtsgap. Habe ich nicht mitbekommen, habe ich keinen gesehen. Ne? Und deswegen, wenn
Ich denke, es sind eher noch viele Short drinne, die jetzt hoffen, dass noch ein Abwärtsgap kommt. Und von daher würde ich schon fast eher drauf tippen, dass wir ein bisschen höher öffnen zum Dienstag. Ne, dann vielleicht mal schon mal nach oben anstoßen. Und dann müssen wir gucken, wie die Leute drauf sind. Wenn das Sentiment wieder den ganzen Tag nur auf minus 50 steht oder minus 70 und minus 80, läuft er durch. Im Zweifel macht er die klar hier oben. Dann geht er an die 200-Tag-Linie, an die EMA 200. Die SMA 200 liegt ein bisschen höher, aber lassen sie ihn laufen halt. Ne? Also 4. Was ist denn das hier so? Der Bereich um 4,15, 4,30, 4,55. Das jetzt so für mich wirklich so die erste Zone, die interessant wird, die kritisch wird. Dann haben wir den Gap-Close bei 11,55. Und darüber dann hier so den Bereich um 11.755, 11.800, 11.845. Das ist dann so eigentlich so Bonuszone. Ich denke, wenn er durchzieht, kriegt er auf jeden Fall hier richtig Probleme. Und auch von hier einen richtigen Bounce nach unten, der locker bestimmt nochmal auf die 11.250 gehen könnte. Aber da muss er auch direkt durchziehen. Da muss er alles andere überrennen. Das heißt, wenn sie jetzt nicht gezwungen sind, was zu machen, oder sich so und so vielleicht sagen, ich gucke mir das jetzt alles erstmal an, wäre das halt wirklich so eine Marke, auf die man auch mal warten könnte, ne? Wo man jetzt sagt, okay, jetzt mache ich mal den, der einfach immer am Straßenrand steht mit dem Messer und lass ihn mal vorbeikommen. Ich lasse ihn genau hinkommen. Ich warte die ganze Zeit auf ihn, ich gucke mir das an und wenn er genau das macht, was ich will, rein das Ding, raus das Geld, Feierabend. Ne? Also der Bereich hier oben um 11.800, der ist schon würzig, aber der um 11.400 ist auch nicht zu verkennen. So, das auf der Oberseite, auf der Unterseite, kurzfristig können wir hier nichts festhalten. Geht nicht. Haben wir keine Unterstützung auf der Ebene, über die wir sprechen können im Tagesschart. Wir können im 2-Stunden-Chart mal gucken, ob sich was ableitet. Dafür bräuchten wir mindestens eine kleine Seitwärtsbewegung, ein markantes Hoch. Haben wir nicht. Das heißt, wir haben runter zu im Prinzip auf der Ebene keine Unterstützung. Das macht ihn anfällig, wenn er fällt, dass er dann lang durchzieht. Aber ich denke, die Erwartungshaltung ist zu groß, dass das wieder so kommt. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Auf alle Fälle würde ich aber trotzdem. Die 10, die 11.090 ist jetzt die erste rote Kerze, die wir eigentlich hier auf dem ganzen Tag gesehen haben. Ne? Es ist die letzte Kerze gewesen, aber es ist die erste rote Kerze überhaupt gewesen. Das heißt, sie gibt uns eine gewisse Legitimation, Short zu suchen, wenn der Markt unterhalb von 11.90 Stunden notiert. Das heißt, sollten wir auch zur Eröffnung jetzt kein Aufwärtsgap bringen, wie ich das jetzt erwarten würde, ne? Und eher nach unten drücken, würde ich schon sagen, dass man hier unten eben jetzt entsprechend Short reingehen kann, sich ein bisschen rausbrocken kann und stufenweise dann eben noch mal die Bewegung probieren kann. Ja, bis vielleicht auf die 29, 39 drauf, hier im Zweifel auf den Supertrend. Ich weiß nicht, wo er dann liegt. Der wird noch mal nachrutschen morgen. Momentan notierte um 11.838. Wenn da noch ein Hoch dazu kommt, dann springt der höher. Der hat nichts zum Festhalten hier. Der läuft kerzengerade mit nach oben. Mittlere Bollinger Band, das ist auch immer sehr interessant, wäre aber wahrscheinlich für den Dienstag schon zu viel. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er so viel abgibt. Also da glaube ich, sind zu viele noch einfach verkehrt rum drinne und das war hier nicht so und das war glaube ich auch hier nicht so. Das sind viel mehr rausgegangen, weil sie davon ausgegangen sind, dass der Markt am nächsten Tag durchscheint. Jetzt haben ganz, ganz, ganz viele diese Erwartungshaltung, dass er am nächsten Tag wieder komplett umkippt. Und so vom Gefühl her, ich weiß es nicht. Also würde ich das dann eher schon nach oben andichten. Aber trotzdem ist es natürlich so, wenn er unter 11.090 G ist, hat er erstmal Platz, sich zu erholen. Im Zweifel die 39, also hier auch auf dieses Gemäre hier drauf zurück. Was ist das hier? 11.885, 11.880. Ich kann mir gut vorstellen, dass dort vielleicht auch der Supertrend landet, dass das dann eine erste brauchbare Unterstützung wird. Und kann mir sogar vorstellen, dass er von dort dann vielleicht sogar schon die letzte Welle nach oben anrennt. Ne? Also den Bereich sollte man mitnehmen. Und darunter wäre dann eben erst, ja, im Grunde sogar hier die 11.45, der nächste Anlaufpunkt. Das ist schwierig, der hat nichts. Ne? Die 11.77 ist ganz interessant noch, 11.57 hier. Aber das ist alles nicht griffig genug. Auf der Zeiteinheit ist es nicht griffig genug. Wir können es daher hier nicht verwenden und müssen daher das hier auch weglassen. Deswegen passen Sie ein bisschen auf, wenn er unter 11.090. Oft ist es so, dass diese Tage dann eher
eher flach auskonsolidieren, ne? Dass das dann so eine Seitwärts geht. Wenn es wirklich ein Impuls wird, nach oben raus, dann wird er hier eher zur Seite machen und sich dann Stück für Stück weiter nach oben kämpfen. Das kann dann durchaus bis Donnerstag andauern. Ja, aber wenn er hier oben bloß seitwärts bleibt, ist das kein Zeichen von Schwäche, weil er nicht weiter steigt. Das ist ein Zeichen von Stärke, dass er nicht fällt. Ja, da muss man dann auch aufpassen, dass man das nicht fehlinterpretiert. Wenn er da oben jetzt zum Beispiel nicht weiterkommt, das ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein Zeichen von Stärke, dass er nicht stärker nach unten konsolidiert, ne, sondern dieses hohe Niveau dann halten kann. Da muss man echt aufpassen. Ne, dass viele neigen dann dazu, oh, der kommt jetzt nicht weiter und der lahmt. Haben wir heute auch ganz oft im Chat. Das haben immer ganz viele Leute geschrieben. Das sind immer bei mir so Punkte, wo ich sage, ah, jetzt musst du aufpassen. Da springt er bestimmt gleich oben raus. Das sind immer die Momente, wo die Leute sagen, ha, jetzt hat er keine, jetzt ist er nicht mehr stark genug, jetzt kommt er nicht mehr oben raus, jetzt verlangsamt er sich. Das sind eigentlich immer bloß die Momente, wo er Kraft sammelt, bevor er wieder oben rausrennt. So, gut, Freunde, damit haben wir das ganz gut eingedichtet. Also, was würde ich jetzt erwarten? Was würde ich denken? Ich mache es tatsächlich jetzt ein bisschen von dem Dienstag abhängig, ob das jetzt hier am Ende eine Bärenfalle, eine Bullenfalle ist oder tatsächlich ein Kaufsignal. Ich muss aber sagen, so von der gefühlten Wahrnehmung rechnen zu viele damit, dass es eine Bullenfalle wird. Es gibt viele, die jetzt hier sehen, dass er komplett wieder zurückrollt und deswegen würde ich eher Fokus auf die 11.480 oben setzen. Trotzdem unterhalb von 11.090 mit Respekt rangehen, wenn er fällt. Aber wenn er dann eben wieder grüne Kerzen reinstellt, auch nicht mehr davon ausgehen, dass das noch eine 10.45 werden muss halt. Ne? Im Zweifel dreht er halt einfach dann wieder hoch. Ja, das ist dann so. Da muss man mit rechnen. Da muss man auch ein bisschen feinfühlig jetzt agieren. Vielleicht die eigene Meinung ein bisschen zurückstellen. Ganz egal, wie übertrieben oder krass das wirkt. Ne? So, ja, also meine Erwartungshaltung wäre dann, wie gesagt, dass wir tatsächlich hier in die 11.500 durchaus noch vorstoßen können. Vielleicht die 11.445. Die Hochs hier nochmal angreifen. Die 350, die 260, aber alles oberhalb von 11.145, bleibt er unter 11.090, gucke ich mir sehr genau auch das Sentiment an, ich gucke mir an, wie sind die Leute so drauf, ne? Suchen die jetzt Long, lassen sie alle Short laufen, wenn sie alle Short laufen lassen, wird's nix, dann dreht er wieder auf, dreht er nach oben, wenn es bloß Einzelne sind, die das machen, dann kann das schon eher klappen. Wir haben heute auch einen bei uns im Chat gehabt, der sonst eher immer hier die letzten Wochen auf die Nase gekriegt hat. Er hat, glaube ich, auch den kompletten Tag bis zum Hoch Long mitgenommen. Ne? Aber es war halt einer von wenigen. So, und das ist das Entscheidende. Da muss man wirklich ein bisschen drauf achten, um da ein gutes Feeling für zu kriegen. Und da kann man aufs Euwax-Sentiment zum Beispiel gucken. Wer das nicht kennt, EU. Sterbe ich schon gleich hier beim Buchstabieren. EUWAX. Euwax-Sentiment von der Börse Stuttgart. Sehen Sie die Privatanleger, wie die sich so positionieren, Long, Short. Sehen Sie die Ausmaße, können Sie mal googeln. Und ja, mehr kann ich nicht sagen. Wir haben eine rote Kerze auf der 11.090, geht unter 11.090, geben Sie ein bisschen Platz. Sobald der Grün auftritt, erwarten Sie nicht zu viel. Erwarten Sie nicht, dass er komplett zurückrennt. Ich glaube nicht, dass es kommt. Und über 11.150 müssen wir weiter nach oben uns den Kopf offen halten. Um mal alles kurz zusammenzufassen. Insofern, gutes Gelingen, maximale Erfolge. Wir hören uns morgen. Ciao.